Der Krieg der Welten. Science-Fiction-Hörspiel von H.G. Wells, Howard Koch und Orson Welles. Deutsche Radioversion Klaus Schöning. Aus dem Amerikanischen von Robert Schnorr. Und bevor wir sie zu hart beurteilen, müssen wir uns erinnern, mit welcher schonungslosen und grausamen Vernichtung unsere eigene Gattung nicht nur gegen Tiere wie den verschwundenen Bison und den Dodo, sondern gegen unsere eigenen Rassen gewütet hat. Die Tasmanier wurden trotz ihrer Menschenähnlichkeit in einem von europäischen Einwanderern geführten Vernichtungskrieg binnen 50 Jahren völlig ausgerottet. Sind wir solche Apostel der Gnade, dass wir uns beklagen dürfen, wenn die Marsmenschen uns in demselben Geist bekriegen? H.G. Wells, 1898. Zeitreise zurück. USA, 1938. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations. Wir wissen heute, dass in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts diese Welt scharf beobachtet wurde von Intelligenzen, die größer sind als die des Menschen und doch ebenso sterblich wie sie. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. Wir wissen heute, dass die Menschen, während sie damit beschäftigt waren, ihren Alltäglichkeiten nachzugehen, vielleicht ebenso genau beobachtet und erforscht wurden, wie ein Wissenschaftler mit einem Mikroskop jene vergänglichen Lebewesen erforscht, die in einem Wassertropfen schwärmen und sich darin vermehren. Mit unendlicher Selbstgefälligkeit gingen die Menschen auf der Erde ihren Geschäften nach, in der Gewissheit ihrer Herrschaft über dieses kleine, rotierende Stückchen solaren Treibholzes, das durch Zufall oder Bestimmung dem Menschen aus der dunklen Geschichte von Zeit und Raum zuteil geworden ist. Doch über eine ungeheure Distanz im Weltraum hinweg betrachteten Intelligenzen uns überlegen, wie wir den wilden Tieren im Dschungel, enorme, kühle Intellekte ohne Mitgefühl, diese Erde mit neidischen Augen, und entwarfen langsam und sicher ihre Pläne gegen uns. Im 39. Jahre des 20. Jahrhunderts wurde die Menschheit aus ihrem Wahn gerissen. Near the end of October, business was better. Es war gegen Ende Oktober. Die Geschäfte gingen besser. Die Angst vor dem Krieg war gewichen. Es gab weniger Arbeitslose. Die Umsätze stiegen. An diesem Abend, am 30. Oktober, hatten in den USA schätzungsweise 32 Millionen Hörer ihre Rundfunkgeräte eingeschaltet. Der Wetterbericht meldete:
Damen und Herren, wir unterbrechen unsere laufende Sendung für eine aktuelle Durchsage vom Mount Jennings Observatorium in Chicago. Um 20 Minuten vor 8 hat Professor Ferrell dort mehrere Explosionen beobachtet. Glühendes Gas, das in regelmäßigen Abständen auf dem Planeten Mars explodiert. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es sich um Wasserstoffgas handelt, das mit enormer Geschwindigkeit sich auf die Erde zubewegt. Professor Pearson von der Sternwarte in Princeton bestätigt diese Beobachtung Ferrells und beschreibt das Phänomen wie, ich zitiere, ein blauer Flammenstrahl aus einer Kanone geschossen. Soweit unsere aktuelle Durchsage. Meine Damen und Herren, nach unseren letzten Meldungen hat das Meteorologische Amt der USA die großen Sternwarten des Landes aufgefordert, alle weiteren Störungen aufmerksam zu beobachten, eben jene, die sich auf dem Planeten Mars ereignen. Diese Vorfälle sind so ungewöhnlich. Das Geräusch, das Sie hören, ist die Schwingung des Teleskops. Professor Pearson steht direkt über mir auf einer kleinen Plattform und späht durch das riesige Objektiv. Ich bitte Sie, etwas Geduld zu haben. Falls während unseres Interviews eine Verzögerung eintreten sollte, Professor Pearson befindet sich zurzeit in ständigem Kontakt mit den anderen astronomischen Zentren der Welt. Professor, darf ich mit unseren Fragen beginnen? Jederzeit, Mr. Phillips. Professor, würden Sie bitte unseren Hörern erklären, was Sie sehen, während Sie den Planeten Mars beobachten? Nichts Ungewöhnliches im Augenblick, Mr. Phillips. Eine rote Scheibe, schwimmend in einem blauen Meer. Über die Scheibe verlaufen Querstreifen. Jetzt besonders deutlich, weil der Mars sich eben jetzt in größter Erdnähe befindet. In Opposition, wie wir es nennen. Was haben nach Ihrer Meinung diese Querstreifen zu bedeuten, Professor Pearson? Jedenfalls nicht Kanäle, Mr. Phillips, das kann ich Ihnen versichern. Obwohl das die populäre Meinung derjenigen ist, die sich einbilden, dass der Mars bewohnt sei. Vom wissenschaftlichen Standpunkt sind diese Streifen lediglich die Folge der besonderen atmosphärischen Bedingungen dieses Planeten. Dann sind Sie als Wissenschaftler davon überzeugt, dass lebende Intelligenzen, wie wir sie kennen, auf dem Mars nicht existieren? Ich würde sagen, die Chancen stehen 1000 zu 1 dagegen. Und doch, wie erklären Sie sich diese Gasexplosionen, die sich auf der Oberfläche des Planeten in regelmäßigen Abständen wiederholen? Tja, dafür habe ich keine Erklärung. Eine Zwischenfrage. Herr Professor, um unseren Hörern einen Anhaltspunkt zu geben, wie weit ist der Mars von der Erde entfernt? Ungefähr 55 Millionen Kilometer. Nun, diese Entfernung scheint sicher genug. Einen Augenblick, meine Damen und Herren. Jemand übergibt soeben Professor Pearson eine Nachricht. Während er sie liest, lassen Sie mich Ihnen nochmals sagen, dass wir zu Ihnen aus der Sternwarte in Princeton, New Jersey sprechen, wo wir den international bekannten Astronomen Professor Pearson interviewen. Einen Augenblick, bitte. Professor Pearson reicht mir die Nachricht, die er soeben erhalten hat. Darf ich die Nachricht unseren Hörern vorlesen? Bitte, Mr. Phillips.
Meine Damen und Herren, ich lese Ihnen ein Telegramm vor, adressiert an Professor Pearson von Dr. Gray vom Naturhistorischen Museum New York. Der Text: 21.15 Uhr New Yorker Zeit registrierte Seismograph Erschütterung von nahezu Erdbebenstärke in Umkreis von 30 Kilometer um Princeton. Bitte Nachforschung. Unterschrift Lloyd Gray, Leiter der astronomischen Abteilung. Professor Pearson, hat dieses Ereignis möglicherweise etwas zu tun mit den auf dem Mars beobachteten Vorgängen? Komm, Mr. Phillips. Vermutlich nichts als ein Meteorit von ungewöhnlicher Größe und sein Einschlag gerade zu diesem Zeitpunkt ist lediglich ein Zufall. Wir werden jedoch genauere Nachforschungen anstellen, sobald das Tageslicht es erlaubt. Danke, Professor Pearson. Meine Damen und Herren, während der letzten 10 Minuten meldeten wir uns aus der Sternwarte von Princeton und brachten Ihnen ein Interview mit Professor Pearson. This is Carl Phillips speaking. We are returning you now to our New York studio. Meine Damen und Herren, hier die neuesten Meldungen. Professor Morse von der Macmillan-Universität in Toronto, Kanada, hat insgesamt 3 Explosionen auf dem Planeten Mars beobachtet, zwischen 19.45 Uhr und 20.20 Uhr. Dies bestätigt frühere Meldungen amerikanischer Sternwarten. Und hier bekomme ich noch eine Meldung aus Trenton, New Jersey. Darin heißt es, dass um 20.50 Uhr ein riesiger, flammender Gegenstand, wahrscheinlich ein Meteorit, auf eine Farm in der Nähe von Grover's Mill, New Jersey, gefallen ist, 34 Kilometer von Trenton entfernt. Der Feuerstrahl am Himmel war in einem Umkreis von mehreren hundert Kilometern sichtbar und das Geräusch des Aufpralls war nördlich bis nach Elizabeth zu hören. Wir haben einen Übertragungswagen hingeschickt, meine Damen und Herren, zum Ort des Geschehens und wir werden dann von dort berichten. Carl Phillips wird es sein, der seine Eindrücke Ihnen schildert, sobald wir die Leitung wieder haben. Und meine Kollegen hier im Studio werden für Sie die Berichte übersetzen. Wir schalten jetzt um nach Grover's Mill, New Jersey. Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey. Hier ist wieder Carl Phillips. Ich melde mich von der Farm der Familie Wilmoth in Grover's Mill, New Jersey. Ich weiß kaum, womit ich beginnen soll, Ihnen einen Eindruck von der unwirklichen Szene vor meinen Augen zu geben. Es ist wie ein Stück aus Tausend und einer Nacht. Ich bin gerade erst angelangt. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich näher umzusehen. Das da scheint es zu sein. Ja, ich glaube, das ist das Ding. Direkt vor mir, halb begraben in einem riesigen Krater. Es muss mit ungeheurer Gewalt eingeschlagen sein. Die Erde ist bedeckt mit Splittern eines Baumes, den es getroffen haben muss. Soweit ich von hier aus den Gegenstand selbst erkennen kann, sieht er nicht so aus wie ein Meteor. Wenigstens nicht wie die Meteore, die ich bisher gesehen habe. Es sieht mehr aus wie ein gewaltiger Zylinder. Es hat einen Durchmesser von, was würden Sie schätzen, Professor Pearson? Was sagen Sie? Wie groß ist der Durchmesser? Etwa 30 Meter. Etwa 30 Meter. Die Oberfläche sieht aus wie Metall. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Die Farbe ist etwa gelblich-weiß. Neugierige Zuschauer drängen sich dicht daran, trotz der Anstrengungen der Polizei, sie zurückzuhalten. Sie verstellen mir die Sicht. Ich wünschte, ich könnte Ihnen einen Begriff von der Atmosphäre geben, dieser fantastischen Szene. Hunderte von Autos sind in dem Feld hinter uns geparkt. Die Polizei bemüht sich, die Zufahrt zur Farm mit Seilen abzusperren, aber ohne Erfolg. Die Wagen brechen glatt durch. Ihre Scheinwerfer erleuchten den Krater, in dem der Gegenstand halb vergraben liegt. Einige Wagemutige gehen bis nah an den Kraterrand. Ihre Umrisse zeichnen sich ab vor dem metallisch glänzenden Gegenstand. Einer von ihnen will das Ding berühren. Ein Polizist versucht, ihn zurückzuhalten. Der Polizist setzt sich durch. Jetzt, meine Hörerinnen und Hörer, da ist noch etwas, was ich noch nicht erwähnt habe, in all diesem Durcheinander. Aber es wird immer deutlicher. Vielleicht haben Sie es schon selbst in Ihrem Radio gehört. Hören Sie! Können Sie es hören? Es ist ein eigenartiges Geräusch, das aus dem Innern des Objekts zu kommen scheint. Ich werde mit dem Mikrofon näher herangehen. So. Jetzt sind wir nicht mehr als 8 Meter entfernt. Können Sie es jetzt hören?
Professor Pearson? Ja, Mr. Phillips? Könnten Sie uns etwas über die Ursache dieses kratzenden Geräusches sagen, das aus dem Innern des Objekts kommt? Möglicherweise die ungleichmäßige Abkühlung der Oberfläche. Glauben Sie immer noch, dass es sich um einen Meteoriten handelt? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die Metallhülle ist eindeutig extraterrestrisch, nicht von dieser Erde. Normalerweise reißt die Reibung der Erdatmosphäre Löcher in die Oberfläche des Meteoriten. Dieses Objekt hier ist glatt und, wie Sie sehen, von zylindrischer Form. Moment, da geht etwas vor, meine Damen und Herren, das ist ungeheuerlich. Die Spitze des Objekts hebt sich nach oben. Die Kuppel beginnt sich zu drehen wie eine Schraube. Das Objekt muss hohl sein. Es bewegt sich, schraubt sich auf, es ist glühend. Meine Damen und Herren, das ist das Unheimlichste, was ich jemals gesehen habe. Was ist das? Da kriecht jemand aus der oberen Öffnung, jemand oder... etwas. Ich sehe aus diesem schwarzen Loch zwei glühende Scheiben herausspähen. Sind das Augen? Es könnte ein Gesicht sein. Es könnte... Mein Gott, es kriecht etwas aus dem Schatten, wie eine graue Schlange. Und jetzt noch eins und noch eins. Es sieht aus wie Fangarme. Jetzt kann ich den Körper sehen. Er ist groß wie ein Bär. Und er glänzt wie nasses Leder. Aber dieses Gesicht, es ist unbeschreiblich. Ich kann mich kaum dazu zwingen, es weiter anzusehen. Die Augen sind schwarz und glitzern wie bei einer Schlange. Der Mund, das Maul ist V-förmig und Speichel tropft von den randlosen Lippen, die zittern und pulsieren. Das Monster, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, kann sich kaum bewegen. Es scheint beschwert, belastet, vielleicht von der Schwerkraft oder so etwas. Es richtet sich in die Höhe. Die Menge weicht zurück, sie hat genug gesehen. Das ist ein ungeheures Erlebnis. Ich finde keine Worte, ich ziehe das Mikrofon mit mir, wenn ich spreche. Ich muss unterbrechen. Ich melde mich gleich wieder. Meine Damen und Herren, wir bringen Ihnen einen Augenzeugenbericht von den Vorgängen in New Jersey, USA, auf der Farm Wilmes Grover's Mill. Ein Kontakt zu Carl Phillips in Grover's Mill. Ladies and gentlemen, am I on? Meine Hörerinnen und Hörer. Bin ich auf Sendung? Liebe Hörerinnen und Hörer, hier meldet sich wieder Carl Phillips hinter einer Steinmauer, die an Mr. Wilmers Garten angrenzt. Von hier aus kann ich die ganze Szene überblicken. Ich werde Ihnen alle Einzelheiten beschreiben, solange ich sprechen kann. Weitere Bereitschaftspolizei ist eingetroffen. Sie bildet eine Absperrkette vor dem Krater, etwa 30 Mann. Die Menge hält sich jetzt von selbst auf Distanz. Ein Hauptmann der Polizei bespricht sich mit jemandem. Wir können nicht genau sehen, mit wem. Oh ja, ich glaube, Professor Pearson. Ja, er ist es. Jetzt trennen Sie sich. Der Professor geht seitlich um das Objekt herum und betrachtet es, während der Hauptmann und zwei Polizisten, die etwas in der Hand halten, auf das Objekt zugehen. Jetzt kann ich es erkennen, es ist ein weißes Tuch an einer Stange. Ein Zeichen des Waffenstillstands des Friedens. Hoffentlich wissen diese Wesen, was das bedeutet. Moment, da geht etwas vor. Eine geduckte Gestalt erhebt sich aus dem Krater. Ich erkenne jetzt einen kleinen Lichtstrahl in einem Spiegel. Was ist das? Eine Stichflamme springt aus dem Spiegel. Sie springt direkt auf die vorrückenden Männer zu. Sie hat sie voll getroffen. Mein Gott, sie gehen in Flammen auf. Jetzt hat das ganze Feld Feuer gefangen. Der Wald, die Scheunen, die Benzintanks der Autos, Feuer breitet sich überall aus. Es kommt in diese Richtung. Es kommt auf uns zu. Etwa 20 Meter rechts. Meine Damen und Herren, aufgrund unvorhergesehener Umstände sind wir leider nicht in der Lage, die Sendung aus Grover's Mill fortzusetzen. Die Verbindung ist zurzeit unterbrochen. Wir werden jedoch versuchen, so schnell wie möglich wieder dorthin zurückzuschalten. Inzwischen haben wir eine neue Meldung aus San Diego, Kalifornien. Dort hat Professor Indelkoffer auf einem Kongress der Kalifornischen Astronomischen Gesellschaft eine Rede gehalten. Er hat darin gesagt, er sei überzeugt, dass die Explosionen auf dem Mars unzweifelhaft nicht mehr seien als starke vulkanische Störungen an der Oberfläche des Planeten. Bis zum Eintreffen neuer Nachrichten setzen wir unser Programm fort mit Musik. Meine Damen und Herren, ich erhalte soeben eine neue Nachricht aus Grover's Mill. Mindestens 40 Menschen, darunter 6 Bereitschaftspolizisten, sind tot aufgefunden worden und liegen auf einem Feld östlich des Dorfes Grover's Mill, New Jersey, verbrannt und entstellt bis zur Unkenntlichkeit. Im Augenblick spricht Brigadegeneral Montgomery Smith,
Kommandeur der Nationalgarde in Trenton, New Jersey. Der Gouverneur von New Jersey hat mich beauftragt, die Bezirke Mercer und Middle Essex westlich bis Princeton und östlich bis Jamesburg unter Kriegsrecht zu stellen. Niemand hat Zutritt zu diesem Gebiet, außer mit einer Sondererlaubnis der staatlichen oder militärischen Behörden. Vier Kompanien der Staatsmiliz sind von Trenton nach Growers Mill in Marsch gesetzt. Sie werden die Evakuierung der Wohngebiete im Bereich der militärischen Operationen unterstützen. Soweit General Montgomery Smith, Kommandeur der Nationalgarde in Trenton. Inzwischen erreichen uns weitere Nachrichten von der Katastrophe in Growers Mill. Die fremdartigen Wesen sind nach ihrem tödlichen Angriff in ihren Krater zurückgekrochen und haben keinen Versuch gemacht, die Feuerwehr zu behindern, die jetzt die Leichen birgt und das Feuer löscht. Alle Feuerwehren des Bezirks bekämpfen vereint die Brände, von denen die ganze Umgebung bedroht wird. Wir haben bisher noch keine Verbindung mit Growers Mill wiederherstellen können, aber wir hoffen... Einen Augenblick bitte, ja? Ja, meine Damen und Herren, ich erfahre soeben, dass wir endlich Verbindung mit einem Augenzeugen der Tragödie herstellen konnten. Professor Pearson befindet sich in einer Farm nahe Growers Mill. Als Wissenschaftler wird er Ihnen seine Erklärung der Katastrophe geben. Ich bin direkt mit ihm verbunden. Professor Pearson, can you give us some more information about the situation at Growers Mill? The creatures in the rocket cylinder at Growers Mill. Über die Lebewesen in dem Raketenzylinder in Growers Mill kann ich Ihnen keine verbindliche Information geben. Weder über ihre Natur, noch über ihre Herkunft, noch über ihr Vorhaben hier auf der Erde. Was ich versuchen könnte, wäre eine mutmaßliche Erklärung ihres Waffensystems. Mangels eines besseren Begriffs werde ich die mysteriöse Waffe als Hitzestrahl bezeichnen. Es ist nur allzu offensichtlich, dass diese Wesen wissenschaftliche Kenntnisse haben, die den unseren weit überlegen sind. Ich nehme an, dass sie auf irgendeine Weise imstande sind, eine intensive Hitze zu erzeugen. Diese Hitze projizieren sie in einem gebündelten Strahl gegen jedes gewünschte Objekt, mittels eines polierten Parabolspiegels unbekannter Konstruktion. Dies ist meine Erklärung für das Zustandekommen des Hitzestrahls. Thank you, Professor Pearson. Meine Damen und Herren, hier kommt eine Nachricht aus Trenton. Es ist die uns bestürzende Meldung, dass der verkohlte Leichnam unseres Reporters Carl Phillips in einem Krankenhaus in Trenton identifiziert worden ist. Und hier noch eine weitere Nachricht aus Washington, D.C. Das Büro des Direktors des amerikanischen Roten Kreuzes gibt bekannt, dass 10 Nothilfeteams des Roten Kreuzes dem Hauptquartier der Nationalgarde in der Nähe von Growers Mill unterstellt worden sind. Und hier eine Nachricht von der Bereitschaftspolizei aus Princeton Junction. Die Brände in Growers Mill und Umgebung sind jetzt unter Kontrolle. Militärische Beobachter berichten, dass im Krater alles ruhig ist und dass in der Öffnung des zylindrischen Objekts kein Lebenszeichen sichtbar ist. Meine Damen und Herren, wir erfahren soeben, dass inzwischen sämtliche Nachrichtenmedien dem Militär unterstellt worden sind. Wir haben nun eine Verbindung zum Hauptquartier der Nationalgarde in der Nähe von Growers Mill, New Jersey. Wir schalten uns ein in einen Bericht von Captain Lensing von der Nachrichtentruppe, die die militärischen Operationen in der Umgebung von Growers Mill übernommen hat. Die durch die Anwesenheit gewisser Wesen unbekannter Herkunft entstandene Lage ist zurzeit völlig unter Kontrolle. Der zylindrische Gegenstand, der in dem Krater direkt unter unserem Standort liegt, ist auf allen Seiten von 8 Bataillonen Infanterie umstellt. Jeder Anlass zur Besorgnis, wenn solcher Anlass jemals gegeben war, ist nunmehr vollkommen hinfällig. Die Lebewesen oder was sie auch sein mögen, wagen es nicht einmal, ihre Köpfe über den Kraterrand zu erheben. Ich sehe hier ihr Versteck klar im grellen Licht der Scheinwerfer. Trotz ihrer Ausrüstung werden sie sich kaum gegen unser schweres MG-Feuer durchsetzen. Immerhin ist es für die Truppe ein interessantes Manöver. Ich sehe die Khaki-Uniformen im Schein des Lichts sich hin und her bewegen. Es sieht fast aus wie ein richtiger Krieg. Im Wald, der an den Melton River angrenzt, erscheint ein leichter Rauch. Nun, es sieht so aus, als werde sich bald etwas tun. Eine der Kompanien geht auf der linken Flanke in Stellung. Ein rascher Vorstoß und alles wird bereinigt sein. Aber, Moment, ich sehe etwas am oberen Ende des Zylinders. Nein, es war nur ein Schatten. Jetzt kommt die Truppe hinter dem Rand der Farm vor. 7000 Soldaten umzängeln ein tonnenförmiges Stück Metall. Aber da bewegt sich etwas am oberen Ende des Zylinders. Etwas Metallisches. Etwas Ähnliches wie ein Schild hebt sich aus dem Zylinder. Es steigt höher und höher.
Er steht auf Beinen, eine Art Metallgerüst. Jetzt ragt es über die Bäume. Die Scheinwerfer sind darauf gerichtet. Bleiben Sie auf Empfang. Meine Damen und Herren, ich habe eine ernste Durchsage zu machen. So unglaublich es klingen mag, die Beobachtungen der Wissenschaft führen zu der unausweichlichen Annahme, dass jene seltsamen Wesen, die heute Abend in New Jersey, USA landeten, die Vorhut einer Invasionsarmee sind, einer Invasionsarmee vom Planeten Mars. Die Schlacht, die heute Abend in Grover's Mill stattfand, endete mit einer vernichtenden Niederlage. 7000 Mann mit modernsten Waffen ausgerüstet waren im Einsatz gegen eine einzige Kampfmaschine der Invasoren vom Mars. Nur 120 von 7000 überlebten, so viel bisher bekannt ist. Alle anderen liegen verstreut zwischen Grover's Mill und Plainsboro, zermalmt und zu Tode getrampelt unter den metallenen Füßen des stählernen Objekts oder zu Asche verbrannt von seinem Hitzestrahl. Das Monstrum beherrscht jetzt den mittleren Teil von New Jersey und hat den Staat in zwei Hälften getrennt. Die Verbindungswege von Pennsylvania zum Atlantischen Ozean sind unterbrochen. Eisenbahngleise sind zerrissen. Der Verkehr von New York nach Philadelphia wurde eingestellt, bis auf einige Züge, die über Allenstown und Phoenixville umgeleitet werden. Die Verkehrswege nach Norden, Süden und Westen sind von Flüchtlingen verstopft. Polizei- und Armeereserven sind bisher nicht imstande, die panische Fluchtbewegung unter Kontrolle zu bringen. Bis zum Morgen werden die Flüchtlinge die Einwohnerzahl von Philadelphia, Camden und Trenton auf schätzungsweise das Doppelte anschwellen lassen. Zur Stunde herrscht Kriegsrecht in ganz New Jersey und im östlichen Pennsylvania. Wir schalten jetzt um nach Washington zu einer Sondersendung über den nationalen Notstand. Es spricht der Innenminister der Vereinigten Staaten. The Secretary of the Interior. Citizens of the nation, I shall not try to conceal the gravity of the situation. Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich verhehle weder den Ernst der Lage, der sich das Land gegenüber sieht, noch die Besorgnis der Regierung für das Leben und Eigentum unserer Mitmenschen. Dennoch möchte ich Ihnen allen, privaten Bürgern und öffentlichen Amtsträgern, die dringende Notwendigkeit nahelegen, Besonnenheit zu bewahren und verantwortlich zu handeln. Zum Glück ist dieser mächtige Gegner noch auf ein recht kleines Gebiet beschränkt. Und wir dürfen unseren Streitkräften zutrauen, dass sie ihre Stellungen halten werden. In der Zwischenzeit, im Vertrauen auf Gott, müssen wir alle unsere Pflicht tun, einer wie der andere, sodass wir diesem Gegner entgegentreten als eine Nation, mutig und verschworen der Erhaltung der Herrschaft des Menschen auf dieser unserer Erde. Soweit der amerikanische Innenminister aus Washington. Inzwischen liegen bei uns hier im Studio so viele Nachrichten vor, dass wir sie nicht alle verlesen können. Wie wir erfahren, ist der mittlere Teil von New Jersey infolge der Wirkung der Hitzestrahlen auf Überlandleitungen und elektrische Ausrüstung von jeder Verbindung abgeschnitten. Hier eine Meldung aus New York. Telegramme von englischen, französischen und deutschen wissenschaftlichen Gremien bieten Hilfe an. Die Wissenschaftler melden fortdauernde Gasexplosionen in regelmäßigen Abständen auf dem Planeten Mars. Die meisten meinen, dass der Gegner durch weitere Raketenmaschinen verstärkt wird. Versuche sind im Gange, Professor Pearson aus Princeton zu finden, der die Marswesen aus der Nähe beobachten konnte. Es wird jedoch befürchtet, dass auch er eines der Opfer des jüngsten Angriffs wurde. Langham Field, Virginia. Aufklärungsflugzeuge haben 3 Marsmaschinen gesichtet. Flugrichtung Nord auf Somerville. Die Bevölkerung flieht. Hitzestrahlen sind nicht zur Anwendung gekommen. Obwohl sie mit großer Geschwindigkeit vorrücken, wählen die Invasoren zielstrebig ihren Weg. Sie scheinen bewusst, die Zerstörung von Städten und Landschaften zu vermeiden. Jedoch halten sie an, um Hochspannungsleitungen, Brücken, Flughäfen und Eisenbahnlinien zu zerstören. Sie verfolgen anscheinend das Ziel, Widerstand niederzuschlagen, Verbindungen lahmzulegen und die menschliche Gesellschaft zu desorganisieren. Hier kommt eine Meldung aus Basking Ridge, New Jersey. Waschbärenjäger sind auf ein zweites Objekt gestoßen, halb eingesunken in dem Sumpfgebiet 20 Kilometer südlich von Morristown. Artillerie ist von Newark aus unterwegs, um diese zweite Invasionsmaschine zu bekämpfen, bevor sie in Kampfbereitschaft versetzt werden kann. Die Artillerie wird am Fuß der Watching Mountains in Stellung gehen. Eine weitere Meldung aus Langham Field, Virginia. Aufklärungsflugzeuge melden, dass 3 feindliche Maschinen mit wachsender Geschwindigkeit nach Norden fliegen, dabei Häuser und Bäume zerstören, um sich schnell mit ihren Verbündeten südlich von Morristown zu vereinen.
Über Telefon erreicht uns eine weitere Durchsage. Sie meldet Maschinen östlich von Middlesex, nur 10 Kilometer von Plainfield. Hier eine Meldung aus Winstonfield, Long Island. Ein Bomberverband fliegt nach Norden, um die Verfolgung des Feindes aufzunehmen. Aufklärungsflugzeuge halten Sichtverbindung mit dem schnellfliegenden Gegner. Einen Augenblick bitte. Ja, meine Damen und Herren, wir haben soeben einen Mitschnitt einer Verbindung mit einem der Flugzeuge bekommen. Army bombing plane V8. Bomber V843 über Bayonne, New Jersey. Captain Vogt mit Flugverband von 8 Maschinen ruft Commander Fairfax Langenfield. Hier spricht Vogt für Commander Fairfax Langenfield. Feindliche Maschinen in Kampfstellung jetzt in Sicht. Verstärkt durch 3 Maschinen, die eben landen. Insgesamt 6 Maschinen. Eine Maschine beschädigt. Vermutlich durch Treffer unserer Artillerie in den Watchung Mountains. Geschütze scheinen jetzt zu schweigen. Eine schwere schwarze Wolke treibt dicht über der Erde. Konsistenz unbekannt. Keine Anzeichen von Hitzestrahlen. Feind wendet sich jetzt ostwärts über den Passaic River, geht im Marschland vor. Einer folgt dem Pulaski Highway. Ziel offenbar New York City. Sie zerstören eine Transformatorenstation. Alle Maschinen jetzt dicht zusammen, wir sind bereit zum Angriff. Verband kreist, bereit zum Abwurf. Noch 1000 Yards, dann sind wir über der ersten Maschine. 800 Yards. 600. Vierhundert. 200. There they go. Da sind sie. Hitzestrahlenaktion. Green flash. Grüner Blitz. Sie besprühen uns mit Flammen. 2000. Höhe 2000 Fuß. Engines are giving out. Motor brennt. No chance. Ich kann die Bomben nicht werfen. Wir können nur noch eines tun. Stürzeangriff mit der ganzen Maschine. Wir haben die erste Maschine direkt unter uns. Jetzt versagt der Motor. This is Bayonne, New Jersey calling Langenfield. This is Bayonne, New Jersey calling Langenfield. Come in, please. Langenfield, go ahead. 8 Army bombers in engagement with enemy tripod machines over Jersey Flats. Engines incapacitated by heat ray. All crashed. One enemy machine destroyed. Enemy now discharging heavy black smoke in direction of... This is Newark, New Jersey. This is Newark, New Jersey. Warning. Poisonous black smoke pouring in from Jersey marshes. Reaches South Street. Gas masks useless. Urge population to move into open spaces. Automobiles use routes 7, 23, 24. Avoid congested areas. Smoke now spreading over Raymond Boulevard. Two X to L calling 8X3R. Come in, please. This is 8X3R coming back at 2X2L. How's reception? K, please. Where are you, 8X3R? What's the matter? Where are you? I'm speaking from the roof of Broadcasting Building. New York City. The bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city. Ich spreche jetzt vom Dach des Funkhauses. New York City. Die Glocken, die Sie hören, läuten, um die Menschen zu warnen. Sie sollen die Stadt verlassen. Die Marsmenschen nähern sich. Ich schätze, 3 Millionen Menschen haben in den letzten 2 Stunden auf den Straßen nach Norden die Stadt schon verlassen. Der Hutchinson River Parkway ist noch für den Kraftverkehr geöffnet. Aber vermeiden Sie die Brücken nach Long Island. Sie sind hoffnungslos verstopft. Jede Verbindung mit dem Jersey-Ufer ist vor 10 Minuten gesperrt worden. Es gibt keine Verteidigungslinien mehr. Unsere Armee ist vernichtet. Die Artillerie, die Luftwaffe,
alles vernichtet. We'll stay here to the end. Ich denke, dies wird wohl die letzte Sendung sein. Wir werden hier ausharren bis zum Ende. Unter uns sind die Menschen beim Gottesdienst in der Kathedrale. Ich sehe zum Hafen hinunter. Alle möglichen Schiffe und Boote sind überladen mit flüchtenden Menschen. Sie fahren aus den Docks. Die Straßen sind längst verstopft. Es ist ein Lärm in der Menschenmenge, wie zum Silvesterabend. Moment! Da, der Feind ist jetzt in Sicht über den Klippen am anderen Ufer des Hudson. Fünf große Maschinen. Die erste überquert jetzt den Fluss, ich kann sie von hier aus sehen, wie sie den Hudson durchwartet, wie ein Mensch einen Bach. Ich bekomme hier noch eine Meldung, Objekte vom Mars überfallen das ganze Land. Eines am Rande von Buffalo, eines in Chicago, St. Louis. Sie scheinen zeitlich und räumlich abgestimmt. Jetzt erreicht das erste Objekt das diesseitige Ufer. Er steht da und beobachtet. Sein stählerner Kopf ragt so hoch wie ein Wolkenkratzer. Es wartet auf die anderen. Da erheben sie sich wie eine Reihe neuer Türme auf der Westseite der Stadt. Jetzt heben sie ihre metallenen Hände. Das ist jetzt das Ende. Rauch quillt hervor, schwarzer Rauch, der über die Stadt treibt. Jetzt sehen es die Menschen auf den Straßen. Sie laufen in Richtung East River. Tausende Menschen. Sie fallen hinein wie die Ratten. Jetzt verbreitet der Rauch sich schneller. Er hat Times Square erreicht. Die Menschen versuchen wegzulaufen, aber es nützt nichts. Sie fallen wie die Fliegen. Jetzt überquert der Rauch die Sixth Avenue. Die Fifth Avenue. Noch 100 Yards. Noch 50 Fuß. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unsere Sendung für einen Hinweis. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir uns auf einer Zeitreise zurück ins Jahr 1938 befinden. Sie hören eine CBS-Sendung von Orson Welles und dem Mercury-Rundfunktheater mit einer Funkfassung des Romans »Der Krieg der Welten« von H.G. Wells. Nach kurzer Pause setzen wir unsere Sendung fort. This is the Columbia Broadcasting System. The War of the Worlds by H.G. Wells, starring Orson Welles and the Mercury Theater on the air. Während ich diese Notizen zu Papier bringe, verfolgt mich der Gedanke, dass ich der letzte Lebende auf der Erde sein könnte. Ich habe mich in diesem leeren Haus in der Nähe von Grover's Mill verborgen, durch den schwarzen Rauch abgeschnitten von dem Rest der Welt. Alles, was vor dem Eintritt dieser stählernen Objekte in die Welt geschah, scheint jetzt Teil eines anderen Lebens. Eines Lebens, das keinen Zusammenhang mit der Gegenwart hat, mit diesem heimlichen Vegetieren
eines Einsamen und Verlassenen, der diese Worte mit Bleistift auf die Rückseite irgendwelcher astronomischer Notizen kritzelt, die unterzeichnet sind. Richard Pearson. Ich blicke auf meine verrußten Hände und ich versuche, sie mit einem Professor in Verbindung zu bringen, der in Princeton lebte und der in der Nacht des 20. Oktober durch sein Fernrohr einen orangefarbenen Lichtfleck auf einem fernen Planeten wahrnahm. Meine Frau, meine Kollegen, meine Studenten, meine Bücher, meine Sternwarte, meine Welt. Wo sind sie? Haben sie je existiert? Bin ich noch Richard Pearson? Welcher Tag ist heute? Gibt es noch Tage ohne Kalender? Verstreicht die Zeit auch, wenn kein Mensch mehr da ist, um die Uhr aufzuziehen? Indem ich mein Leben niederschreibe, sage ich mir, werde ich zwischen den dunklen Einbanddecken dieses kleinen Buchs, das die Bewegungen der Sterne enthalten sollte, die menschliche Geschichte aufbewahren. Aber um zu schreiben, muss ich leben, und um zu leben, muss ich essen. Ich finde schimmeliges Brot in der Küche und eine Apfelsine, die noch nicht ganz verdorben ist. Ich halte Wache am Fenster. Von Zeit zu Zeit erblicke ich einen Marsmenschen durch den schwarzen Rauch. Noch verdeckt der Rauch das Haus in einer schwarzen Wolke, aber dann ist da ein zischendes Geräusch. Und plötzlich sehe ich einen Marsmenschen auf seiner Maschine, der die Luft mit einem Dampfstrahl besprüht, um den Rauch aufzulösen. Ich spähe ihm nach, in eine Ecke gedrückt, während seine unförmigen Metallstelzen fast das Haus berühren. Erschöpft von der Aufregung schlafe ich ein. Es ist morgen. Morgen. Die Sonne strömt durchs Fenster. Die schwarze Gaswolke hat sich gehoben und die versenkten Wiesen im Norden sehen aus, als sei ein schwarzer Schneesturm über sie hinweggefegt. Ich wage mich aus dem Haus. Ich finde die nächste Landstraße. Keinerlei Verkehr. Hier und da ein zerstörtes Automobil, verstreutes Gepäck, ein verkohltes Skelett. Ich wandere weiter nach Norden. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich sicher, solange ich in diesem Sumpfland marschiere. Und ich halte sorgfältig Ausschau. Ich habe gesehen, wie sich die Marsmenschen ernähren. Wenn eine von ihren Maschinen über den Bäumen auftaucht, werde ich mich flach auf den Boden werfen. Am nächsten Tag komme ich zu einer Stadt, mir nur vage vertraut mit ihren Konturen. Doch sind die Gebäude seltsam zwergenhaft und eingeebnet, als habe ein Riese ihre höchsten Türme mit einer spielerischen Handbewegung umgestürzt. Ich erreiche die Vororte. Ich finde Newark. Newark, gedemütigt, aber unzerstört, aus irgendeiner Laune der vorrückenden Marsmenschen. Ich erreichte die 14. Straße. Und wieder stieß ich auf schwarzes Pulver und auf mehrere Leichen. Und ein übler, unheilverkündender Geruch drang aus den Kellergittern einiger Häuser. Ich wanderte stadtaufwärts durch die 30er und 40er Straßen. Ich stand allein auf dem Times Square. Ich sah einen mageren Hund die 7th Avenue hinunterrennen, mit einem Stück dunkelbraunem Fleisch in den Zähnen, und hinter ihm her ein Rudel halb verhungerter Köter. Er machte einen weiten Bogen um mich, als fürchtete er einen neuen Konkurrenten. Ich ging dem Broadway hinauf, immer dem seltsamen Pulver nach, vorbei an schweigenden Schaufenstern, die ihre stummen, wahren, leblosen Bürgersteigen zur Schau stellten, vorbei am Kapitoltheater, schweigend, dunkel, vorbei an einer Schießgalerie,
wo eine Reihe leerer Gewehre einer unbeweglichen Front hölzerner Enten gegenüberlagen. Am Columbus Circle fiel mein Blick auf 39er Automodelle in den Schauhallen vor leeren Straßen. Hoch oben über dem General Motors Gebäude beobachtete ich eine Schar schwarzer Vögel, die am Himmel kreisten. Ich eilte weiter. Plötzlich erblickte ich die Kuppel einer Marsmaschine, die irgendwo im Central Park stand, gleißend in der Sonne des Spätnachmittags. Ein wahnwitziger Gedanke stieg in mir auf. Ich eilte, ohne zu überlegen, quer über den Columbus Circle und in den Park hinein. Ich erstieg einen kleinen Hügel über dem Teich in Höhe der 60. Straße. Von dort aus sah ich, in einer schweigenden Reihe längs der Hauptallee stehend, 19 der großen Metalltitanen. Die Kuppeln leer, ihre stählernen Arme kraftlos an ihren Seiten hängend. Vergeblich hielt ich Ausschau nach den Monstren, die diese Maschinen bewohnt hatten. Plötzlich wurden meine Augen angezogen von der gewaltigen Schar schwarzer Vögel, die direkt vor mir in der Luft hingen. Sie kreisten zur Erde, und da vor meinen Augen, steif und stumm, lagen die Marsmenschen. Und die hungrigen Vögel pickten und rissen braune Fleischfetzen aus ihren toten Körpern. Später, als die Kadaver in Laboratorien untersucht wurden, stellte es sich heraus, dass sie den Fäulnis- und Krankheitsbakterien zum Opfer gefallen waren, gegen die ihre Körper unvorbereitet waren. Überwunden, nachdem alle Verteidigungsmaßnahmen des Menschen versagt hatten, von den unscheinbarsten Geschöpfen, die Gott in seiner Weisheit in diese Welt gesetzt hatte. Bevor die stählernen Objekte landeten, war man davon überzeugt, dass durch alle Tiefen des Weltraums außerhalb der kleinen Oberfläche unseres winzigen Globus kein Leben existiere. Jetzt sehen wir weiter. Undeutlich und wunderbar ist die Vision, die sich in meinem Geist entwickelt, wie das Leben sich langsam von diesem kleinen Saatbeet des Sonnensystems durch die ganze unermessliche Weite des gestirnten Raumes ausbreitet. Aber das ist ein ferner Traum. Und wer kann wissen, ob dies nicht nur ein Aufschub unseres endlichen Untergangs ist? Ihnen und nicht uns gehört vielleicht die Zukunft. Seltsam scheint es mir jetzt in meinem friedlichen Studierzimmer in Princeton zu sitzen und dieses letzte Kapitel der Aufzeichnungen zu schreiben, die in einer verlassenen Farm in Grover's Mill begonnen wurden. Seltsam, Kinder beim Spiel auf der Straße zu sehen. Seltsam, junge Leute auf dem Rasen schlendern zu sehen, wo das neue Gras des Frühlings die letzten schwarzen Narben einer geschundenen Erde heilt. Seltsam, die Touristen zu sehen, wie sie in das Museum gehen, wo die zerlegten Teile einer Marsmaschine öffentlich ausgestellt sind. Seltsam, wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich sie zum ersten Mal sah. Hell und deutlich, hart und lautlos, in der Dämmerung dieses letzten großen Tages. Hier spricht Orson Welles, liebe Hörerinnen und Hörer, und jetzt nicht in seiner Rolle, sondern um Ihnen zu versichern, dass der Krieg der Welten nicht stattgefunden hat. Wir vernichteten die Welt vor Ihren Ohren und zerstörten das Columbia Broadcasting System bis auf den Grund.
Sie werden erleichtert sein, hoffe ich, zu erfahren, dass wir es nicht so ernst gemeint haben und dass beide Einrichtungen noch in Betrieb sind. Und wenn jetzt Ihre Türklingel läutet und es steht niemand draußen, dann war das gewiss kein Marsmensch, sondern der Junge von nebenan. So goodbye everybody and remember please for the... USA 1938. Von der Zeitreise zurück. Wer aber soll hausen in jenen Welten, wenn sie bewohnt sein sollten? Sind wir oder sie die Herren des Alls? Und ist dies alles dem Menschen gemacht? Johannes Kepler, 1621.